Herzlich willkommen zur Heilkunde. Heute bei mir im Studio ist nochmal der bekannte Max Geiser, Geschäftsführer der Firma Regomed. Herzlich willkommen, Max. Schön, bist du wieder da. Hallo, Zelda. Danke nochmal für die Einladung. Max, wenn ich Allergien hätte, wie würdest du das austesten? Dann würde ich natürlich das austesten mit dem Gerät, mit dem Bioresonanzgerät. Und zwar funktioniert das folgendermaßen: Wir haben sogenannte Testkästen mit verschiedenen Ampullen. Die Ampullen, die beinhalten die Information von verschiedenen Allergenen. Das kann sein Milch, das können Pollen sein, das können aber auch Hundehaar und Katzenhaar sein oder Milben. Als Beispiel für sogenannte zentrale Allergene, was man am meisten begegnet. Wir nehmen jetzt so eine Ampulle. Ich würde jetzt einfach als Beispiel, man könnte so etwas nur supponieren hier im Studio. Ich nehme jetzt als Beispiel eine Ampulle Milch und tue die hier rein und starte ein Testprogramm. Das Testprogramm tut die Information nehmen und eine Schwingung quasi umwandeln, negativ machen und verstärken. Und dann kann ich die einfachste Art und Weise ist mit einem Tensor, der ähnlich funktioniert wie ein Pendel, kann ich die Information von dieser Platte aus, die wirkt wie eine Antenne, auf den Körper aufschwingen. Und mit dem Tensor schaue ich, ob es nachher in Resonanz geht. Also wenn die negative Schwingung von dieser Milch mit dem Körper in Resonanz geht, dann heisst das, das ist für den Körper Entlastung. Der Körper sagt, jawohl, gib mir die Information, das tut mir gut. Und so weiss ich, dass du mit dieser Substanz ein Problem hast, also dein Körper. Spannend. Genau. Gut. Und so geht man einfach über die Ampulle rein. Man kann eine Ampulle aus dem Ohr oder mehrere gleichzeitig. Und da kann man relativ schnell testen, auf welche Substanz man allergisch ist. Ja. Und könntest du jetzt bei mir herausfinden, ob ich Pollenallergie habe? Das sollte möglich sein, ja. Es ist halt, wie gesagt, in einem Studio schwierig, eine energetische Testung zu machen. Da sind wir voll von elektromagnetischen Schwingungen und die Lampe. Es ist vielleicht nicht repräsentativ, aber natürlich können wir jetzt die verschiedenen Pollen nehmen. Ich starte hier ein Programm. Und jetzt kommt die Information, die hier drinnen ist, umgekehrt, wird jetzt hier ausgestrahlt und mit dem Tensor schaue ich, ob da eine positive Reaktion ist. Wenn die Reaktion positiv ist, dann können wir davon ausgehen, dass dein Körper diese Information nicht so gut verträgt. Das wäre jetzt gerade etwas, das in Resonanz geht. Das heisst, mit dieser Substanz, das ist der Pollen von einer Birke zum Beispiel, ist etwas, das dir nicht so gut tut. Und so gehe ich Ampulle für Ampulle durch. Und da haben wir jetzt keine Reaktion, keine Resonanz, darum auch der Terminus Bioresonanz. Da sehen wir, haben wir kein Problem. Also der Erle zum Beispiel ist kein Problem. Und so gehen wir durch. Und jetzt weiss ich, dass Birkenpollen mir nicht gut tun. Ja. Und was danach? Kannst du jetzt das auch behandeln oder löschen? Natürlich. Wir reden nicht von, im weitesten Sinne ist nicht der richtige Terminus, man tut die Information löschen. Wir schauen, dass der Körper mit dieser Information umgehen kann. Mhm. Wenn ich eine akute Allergie habe, jemand, der auf Hundehaar oder Katzenhaar reagiert, zum Beispiel eine junge Familie, alle sind gesund, haben keine anderen speziellen Belastungen, sie tun sich eine Katze oder einen Hund zu und plötzlich macht jemand eine allergische Reaktion, dann müssen wir nicht lange suchen. Dann nehmen wir wirklich das Hundehaar von diesem Tier, nicht hier die Informationen, die standardisiert sind, sondern wir nehmen das Haar und ein bisschen Speichel von diesem Tier, gehen das rein und machen ein Allergieprogramm. Und das ist wirklich, in ein paar wenigen Sitzungen sind die Symptome weg. Und dann haben wir auch nicht die traurige Situation, dass das Tier wieder den Besitzer oder die Familie wechseln muss.
Das geht sehr schnell. Wenn es etwas Chronisches ist, dann machen wir eigentlich das, was wir vorher schon gesagt haben, in der Naturheilkunde. Wir stärken die Selbstheilungskräfte des Körpers in erster Linie. Stärken die sogenannten Ausleitungsorgane, das ist die Lunge, das Nieren, Leber, der Darm, die Haut. Das sind alles die Organe, die wir brauchen, um schädliche Stoffe auszuscheiden. Die werden aktiviert und unterstützt, dass die ihre Funktion wahrnehmen können. Danke vielmals, Max. Sie können uns Ihre Fragen wieder über die geblendete Internetadresse linderin.tv, Rubrik Kontakt, senden. Oder uns auf die Nummer 0840 00 200 anrufen. Schalten Sie wieder ein, 14 Tage, um 10 vor 6 Uhr, wenn es wieder heisst Heilkunde, zum hochaktuellen Thema Pflanzenheilkunde mit dem Dr. Mend Clemens Brüewiler, Gründungspräsident der Schweizerischen Medizinischen Gesellschaft für Phytotherapie. Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen eine gute Gesundheit.